Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von MTR Journal, dem Nachrichtenmagazin der Ahmadiyya Muslimen Jamaat. Jeden Sonntag berichten wir über die neuesten Aktivitäten rund um die Ahmadiyya Muslimen Jamaat. Sie möchten Feedback zur Sendung geben oder einfach nur mit uns diskutieren? Dann nutzen Sie doch den Hashtag MTR Journal und schreiben Sie uns auf Facebook und Twitter unter @mtatv.de. Wir beginnen unsere Sendung wie gewohnt mit der Zusammenfassung der letzten Freitagsansprache seiner Heiligkeit Hazrat Mirza Masood Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, dem weltweiten Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, sagte, Allahs Gnade und Barmherzigkeit sind von ganz besonderer Natur. Wenn Allah jemanden bestraft, dann nur, um die Person zu reformieren. Im Anschluss wird auch jener Mensch teilhaben an Allahs Gnade und seiner Barmherzigkeit. Die Bedingungen hierfür sind Gottesfurcht und dem Wege zu folgen, den Allah für uns beschrieben hat. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, sagte, das sind die letzten Tage im Monat Ramadan, ganz besonders gesegnete Tage. Von diesen Tagen profitieren aber nur die gläubigen Menschen, Menschen, die gottesfürchtig sind. Wieder einmal gewährt Allah aus seiner Gnadenfülle uns ein besonderes Geschenk. Im Ramadan strebt der Mensch nach Allahs Gnade. Das Ziel sollte sein, nach diesem Monat die Fortschritte beizubehalten. Astaghfar ist ein wichtiges Mittel hierfür. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, sprach von Dingen, die einem Menschen schaden, als dass sie jemanden nützen. Beispielsweise ein sinnloser Medienkonsum, der als verwerflich gilt. Astaghfar, also die Bitte um Vergebung, hat eine starke Beziehung zur Reue. Erst durch eine aufrichtige Reue, die dem Astaghfar folgt, widmet Allah sich einem Menschen zu. Seine Heiligkeit erwähnte drei Bedingungen, die zur wahren Reue führen, die der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, uns mitgeteilt hat. Reinige deine Gedanken und entwickle eine Abneigung gegen sündhafte Gedanken, sodass sie entfernt werden. Schäme dich, wenn du an eine Sünde denken musst und sei dir bewusst, dass diese nur ein kurzer Genuss sind, die dein Leben zerstören werden. Habe außerdem einen entschlossenen Willen gegen die Sünde und bete viel. Seid nicht hoffnungslos gegenüber Allah, denn er liebt seine Menschen. Er ist unser Schöpfer. Möge Allahs Barmherzigkeit stets auf uns weilen. So seine Heiligkeit. Möge Allah sein Helfer sein. Was passiert, wenn man bei Google die Begriffe Islam oder Muslim eingibt? Es kommen teilweise unerwartete Fragen, so viel ist sicher. Diesen Fragen haben sich Muslime nun in einer mehrteiligen Serie gestellt. Den ersten Teil möchten wir Ihnen heute präsentieren. Assalamu alaikum, mein Name ist Tariq Ahmad Zafar. Ich bin Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Assalamu alaikum Abdullah, ich bin Nasir Mahmoud. Ich bin von Beruf Journalist und schon sehr gespannt auf die Fragen, die wir gleich gestellt bekommen. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch. Ich bin Arslan. Und ich bin Imtiaz. Wir sind beides Imame und wollen die häufigsten Fragen zum Islam, die auf Google gestellt werden, heute für euch beantworten. So, dann wollen wir mal direkt anfangen. Ich muss schon bei der ersten Frage ein bisschen schmunzeln. Dürfen Muslime Milch trinken, Imam Imtiaz? Milch, ja. Also ich trinke sehr gerne Milch. Ja, wir dürfen Milch trinken. Das sind so Fragen, da frage ich mich, das sind die meist gegoogelten Fragen. So. Dürfen Muslime rauchen? Also es ist nicht explizit verboten, aber wird als nicht gut angesehen. Es ist, ich glaube, hier nicht die Frage, dass erlaubt ist, sondern mehr das, was nicht gut geheißen wird. Ne? Also es ist nicht etwas, was man machen sollte. Die nächste Frage, die häufig gegoogelt wird, ist, dürfen Muslime Fisch essen? Dürfen Muslime Fisch essen? Ja, dürfen sie. Fisch ist sehr gesund. Sollten sie auch essen. Viel Omega-3 und viele andere gute, wichtige Inhaltsstoffe. Dürfen Muslime... Also Fisch hat wenig mit Gummibärchen zu tun. Ja, ja. Dürfen Muslime Gummibärchen essen? Gummibärchen, ja, solange da jetzt keine Schweinegelatine benutzt worden ist. Ne? Also das kann man ja ganz leicht nachlesen. Es gibt ja heutzutage ganz viele vegane Gummibärchen. Vegane Gummibärchen auch. Dürfen Muslime Hunde haben? Ja, also Hunde, alle Tiere haben ja einen bestimmten Zweck. Wenn
für diesen Zweck, um diesen Zweck zu erfüllen, Hunde gehalten werden. Das heißt zum Schutz zum Beispiel, Blindenhunde. Genau. Ja, dann ist es natürlich erlaubt. Gut, das waren die meisten Fragen, die häufig oder die häufigsten Fragen, die zum Islam gestellt wurden. Und wir hoffen, dass wir so ein bisschen Einblick in das Ganze gewähren konnten und verabschieden uns bei euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede sei mit euch. Ja, spannende Fragen, die da teilweise gestellt werden und gestellt wurden. In den kommenden Wochen werden die nächsten Teile dieser Serie veröffentlicht, also bleiben Sie gespannt. Liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Folgen Sie uns doch online auf Facebook und Twitter unter @mtatv.de oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal MTA German Service. Wenn Sie mehr Informationen über die Ahmadiyya Muslim Jamaat erhalten möchten, dann besuchen Sie uns doch online unter www.ahmadiyya.de. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.